Willkommen, willkommen, Freunde, zurück zu einer weiteren Folge von Legend of Grimmor. Wir sind hier im Schlangentempel stehen geblieben. Immer noch feststeckend bei dem Rätsel hier, was hier aktuell stand oder was hier aktuell ist. Und ich habe mir das wieder mal angeschaut gehabt. Und ich habe ja hier hinten Thehab, dieses komische Grab. Da hatte ich ja eine. Ne, das war es nicht gewesen, das auch nicht. Wir hatten die ganzen Notizen, so. Nee. Oder? War das? Ne, ich glaube nicht. Ne, es war woanders. Das war gewesen. Da war einer gewesen. Und obwohl hier, ich glaube, er hatte eine, genau, die hatten nichts gehabt. Und zwar hatten alle dieses The Eternity Welcomes Him. Ich habe wirklich lange überlegt, um zu gucken, was könnte das denn sein. Diese beiden habe ich auf jeden Fall hier gefunden. Die dummerweise mein Moonblade und mein Wand of Fear. Und ich habe das Gefühl, ich muss sie weggeben. Aber, na gut. Hier steht der GIF. Warte, hier haben wir erstmal. Here rests Thehab, the Architect, his company and their two loyal servants. Hier hinten sind ja vier Gräber. Das heißt also, hier sind. Ich gehe mal stark davon aus, also er ist der Thehab. Er hier. Dann wird er. His companion, also sein Begleiter und diese beiden. Die beiden Anhänger sein, gehe ich mal stark von aus. Und ich denke, auf irgendwelche Gräber. Da müssen wir die Geschenke zurücklegen. Hier steht der A Gift for Newman the Warrior, his companion and their child, and A Gift for Harmon the Merchant, God was his only company. Dummerweise muss ich mein Moonblade dann abgeben, habe ich das Gefühl. Ich hoffe mal nicht, aber ich denke, es wird leider so kommen. Jetzt müssen wir wissen, was war. Hier war auf jeden Fall Dings drin, dieses Went of Fear. Und ich glaube. So etwa würde ich. Ich werde das ganz kurz machen. Ich werde das sowieso rauspacken müssen, denke ich mal. Ich würde es einfach mal probieren. Ich weiß nicht, ob es überhaupt stimmt. So. Und so. Also hier. Harmon, der Merchant. Ich hoffe, das war es gewesen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe schon wieder vergessen. Wenn wir Venom Fang hier reinpacken. Und dann werden wir mal auf gut Glück die Reber suchen. Thehab, komischerweise haben wir letztens irgendwie erst. So, genau. Hier ist ein Sarg, da war die Notiz drauf. Also hier ist Thehab. Da war gar nichts. Ja, ich weiß halt nicht. Man weiß halt auch nicht, wer hier was ist. Ne? Aber ich würde einfach mal sagen, das war sein Begleiter. Schauen wir mal die anderen Dinger an. Ich werde ihm einfach mal das rauflegen. Es geht zumindest. Auch wenn ich es ungern tue. Sollten wir, wenn wir rausgehen, sollten wir definitiv unsere Items wieder mitnehmen. Ich gucke erstmal, ob es überhaupt funktioniert hat. Weil mir ist sonst einfach nichts anderes mehr eingefallen. Ich war sonst. Ah, die Tür ist zu. Die Tür ist auch zu. Nothing. Gehen wir nochmal ganz kurz näher gucken zu der Tür. Ja, das ist so mein einziger Verdacht gewesen, aber vielleicht gibt es ja mehrere Gräber. Vielleicht war es auch einfach nur falsch rum, ich habe keine Ahnung. Da muss jetzt einfach mal testen. Gibt ja nur 9 mögliche maximale Kombinationen, da ist erstmal außen vor. Das heißt, wir werden mal ganz kurz die hier tauschen. Die Items. In der Hoffnung, was passiert. Zumindest höre ich nichts, aber das ist ja auch eine Weile. Das ist ja auch ein ganzes Stück weg, das Ding hier. Nö, nix. Und auch nix. Nix passiert. Ach, ich weiß, ich hasse dieses Rätsel. Das ist scheiße. So. Da ist der, heißt also. Oh, du gehst mir nicht auf die Nerven. Hier könnte einer sein, das heißt, wir packen einfach mal. Das Ding. Da hinten drauf. Weil hier steht auch gar keine Namen. Hier stehen 0 Namen. Kein Plan. Was man hier machen soll. So, hier geht's auch nicht lang. Okay. Da haben wir noch ein paar Kombinationen vor uns. Also ich habe danach echt keine Idee mehr, was man sonst machen könnte. Es ist eklig.
Ich werde hier jetzt den Stab rauflegen und werde das Moonblade auf das andere legen. Dann haben wir zumindest den Tausch mit dem schon mal fertig. Das heißt, da hinten das Grab, dann kann man dann erstmal ignorieren. Falls es hier wieder nicht weitergeht. Ach, ist doch Kacke. Ich hoffe mal, es waren die richtigen Items gewesen, die ich da gefunden hatte, aber ich glaube schon. Gut. Da war das Moonblade. Okay, es bleibt drauf. Heißt, das Went of 4 werde ich jetzt erstmal tauschen. Ja, ansonsten bin ich da ein bisschen ratlos, was wir sonst machen könnten. Kein Plan ansonsten. Zu. Zu. Es gibt lediglich nur noch eine einzige Kombination. Und zwar die Items zu tauschen. Da steht auch kein Name drauf, ist doch doof. Nix passierte. Schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Oder müssen wir Dinger. Nein, die Dinger müssen wir nicht rauflegen. Ach, guck mal, hier steht sogar Went of Fear und hier ist Moonblade. Nicht, dass wir Dinger darauf legen mussten. Das ist doch Kacke. Oder vielleicht müssen wir es da reinlegen. Moonblade hat man rechts gefunden. Nö. Das ist ein doofes Rätsel. So, Went of 4 war links, Moonblade war rechts. Tja, Tipp. Die zwei loyalen Diener sind doch sicherlich ja, die halt die Dinger gebrauchen können. Harmon und Numun. Numum. Aber funktioniert nichts. Ich bin ratlos. Ich könnte jetzt nur versuchen, die Zettel drunter zu legen. Ansonsten war es das auch mit den Dings gewesen, ne? Waren sonst keine mehr. Verdammtes Kackrätsel! Was ist los? Warum geht es nicht? Das wäre doch so einfach gewesen. Aber nein, das will nicht. Ach Mist. Went of Fear. Oder muss ich es ihm zurücklegen? Nee, es ist ja ein Geschenk, also ein Gift. Wäre dumm, wenn ich das auf sein Grab legen müsste von Teheb. Ich weiß nicht, einfach mal probieren. Aber funktioniert trotzdem nichts. Warum zum Geier funktioniert das nicht? Ansonsten gibt es hier nur diese vier Gräber. Mehr gibt es nicht. Leute, help, help, help. Ich krieg zumindest nicht mit, dass sie sich hier irgendwas tut. Ist immer Scheißgräber. Der war ein Secret gewesen, ja. Vielleicht könnten wir. Moment, vielleicht könnten wir noch durch die Texte herausfinden, wer hier wo liegt. His Companion and their Child. Heißt wohl vielleicht, dass da drei Leute drin sind, drei Gräber drin sein sollten. Eins, zwei, da haben wir schon mal drei. Ich pack mal die Note mit drauf, die Not Notice. Hier sind auf jeden Fall drei Särge, das ist schon mal. Weiß nicht. Ob das was damit zu tun hat. Und hier war drinne ein einziger nur. Okay, das doch hier, oder?
Das könnte er sein. Ah! Hä? Muss man die Notizen ernsthaft darauf packen? Ich will mein Dings aber wieder haben. Mein Blade. Mein Moonblade. Oh. Na gut, ich bin zumindest schon mal froh, dass es funktioniert hat. Auch wenn ich komischerweise dachte, das erste Mal hätte ich es auch schon richtig gehabt. Aber anscheinend nicht. Oh mein Gott, was für ein beschissenes Rätsel. Da drüben ist nicht offenbar. Ne. Okay. Ja, hätte man natürlich auf die Särge gucken können. Das wäre clever gewesen. Habe ich jetzt aber nicht getan. Ja, da muss man echt alles beobachten, ne? Ohne Scheiß. Hi. Ach so, Accuracy wieder. Minus 2000. Ah, lass Schwänze fallen. Ich will deine Schwänze haben, da sind schon wieder Krüge. Ah. Kein Knopf, nix. Oh, hier ist schon wieder einer. Na gut. Die ist noch weg. Ah ja. Relativ auffällig. Gerne hätte ich aber mal die Schlangen getötet, weil die sind. Okay. Hinter mir kommt ja auch mal irgendwo eine rum, ne? Ja, solange die nicht kommt, ist okay. Und solange die mich nicht vergiftet. Oh, da ist noch eine. Kommt die her? Einfach trink mal wieder einen Kristall, damit mein Barbar wieder was trifft. Aua, jetzt hör auf damit. Ach, geil, Schwänze. Essen! Leute, essen! Okay, was haben wir jetzt gebracht? Hi! Schauen wir doch gleich mal. Und zwar Mirror Gauntlets! Wir hatten ja schon mal. Haben wir mich schon mal gefunden? Hier stimmt, die Mirror Gauntlets, die hat mal ihm, hat mal Mirror Greaves angezogen gehabt. Dann werden wir ihm jetzt auch Mirror Gauntlets anziehen. Zack! Und was haben wir hier noch? Was Schönes? Mirror Gauntlets, a gift for Burl the Hedonist. Okay, schon wieder ein Geschenk. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich lasse es. Ich nehme es einfach mal mit. Das ist, glaube ich, noch ein Dietrich. Genau, hier war ein Dietrich. Ich habe irgendwas noch glitzern gesehen. Hier ist eine Zeichnung, die uns aber leider nicht viel weiterbringt. Oder nichts hilft. Okay, schön. Ich mache jetzt ein bisschen Sorgen, wo die Schlange hin ist, die ich hiervon gehört hatte. Nicht, dass sie weg ist und mich dann irgendwann überrascht. Nein, der ist ja noch da. Wow. Nicht eine Attack getroffen. Gornan ist vergiftet, okay. Oh, ich glaube, das Gift hält er durch, oder? Ich denke, es kriegt er hin. Der wird das schon durchhalten. So. Und wenn der absolut. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Von wem da irgendwo eine Schlange ist. Mein Gott, hör auf jetzt damit. Wo haben wir hier ein Anti-Venom? Da schluck es. Meine Fresse. Und was bringt mir das hier? Wo ist hier ein Knopf? Da wird irgendwo ein Knopf sein. Hier ist irgendwie immer noch die Schlange, die will ich ganz kurz killen. Da ist er. Ich bin mir gerade erschrocken, ey. Naja, das bringt's ja gar nicht. Batsch! Can't use? Ja, klar, sicherlich. Genau jetzt hat sie meine Dings kaputt gemacht, meine Hand. Bitch. 112, der mir 112 Leben wieder. Holy shit. Okay, wunderbar. Wir haben etwas. Ja, wir haben ein bisschen Leben wieder geholt. Wir brauchen definitiv den Kristall, ey.
Oh mein Gott, okay, T-Hab kann weg. Monster sind da hinten noch, da sind auch noch Monster. Okay, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz ein Päuschen. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge davon. Legend of Grimrock 2, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.